Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Live-Haul. Wir starten jetzt live zum Kick. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe natürlich, du freust dich auch. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los mit dem Video. Viel Spaß! Ich überlege jedes Mal bei diesen Katzenleckerlis, ob ich unser Kätzchen mal sowas mitnehme. Wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt mir gerne mal. Och, wie süß. Niedlich. Oh, ich glaube, hier gibt es jede Menge neuer Puppen. Die habe ich vorhin mal nicht gesehen. Hier sind auch noch welche. Wow. Sind ja wirklich einige dazugekommen, würde ich behaupten. Richtig süß. Dann habe ich hier so eine Spiele entdeckt. Aber Puzzle sind auch mit dabei. Und was kostest du denn? Oh, also die Preise sind ja wirklich sowas von super mini. Ich weiß nicht, ob man diese mit Absicht nicht sehen soll. Aber hier gibt es auch so Lernspiele. Das finde ich richtig toll, sowas. Verschenke ich auch sehr, sehr gern, muss ich sagen. Sowas hier zum Beispiel mit der Uhr. Oder Buchstaben, Zahlen. Richtig cool, sowas. Und was haben wir hier oben? Was ist denn das Lustiges? Bestimmt irgendwas mit so einem Schleimzeugs. Oder was macht man da Tolles? Keine Ahnung. Oh, es gibt kleine Mini-Puzzle. Das ist ja süß. Oh, gibt es ganz viel verschiedene. 1,49 sind die. Super süße Kinder- und Babysachen. Auch jede Menge Bodies dabei wieder. Oh, ich sehe gerade, die haben ja auch jede Menge Kisten, Boxen und so weiter. Zum Dekorieren oder Aufbewahren. Also richtig praktisch. Und hier oben, das ist ja süß. Oh, so ein Herz, gefällt mir voll gut. Okay, den Preis finde ich nicht ganz so süß. Knapp 5 Euro. Finde ich ein bisschen hoch. Oh, ich habe neue Tassen entdeckt. Die sind ja putzig. Oh, süß. Also ich halte das mal so in die Kamera, dass man hoffentlich den Preis sieht. Ansonsten schreibe ich Ihnen später nochmal groß hin, dass ja, ihr das alles erkennen könnt. Oh, hübsche Farbe. Was haben wir hier? Sieht ja richtig nach Sommer aus hier oben. So eine Schüssel. Kann man Müsli und so ja gut raussnacken. Die Tasse hier finde ich auch voll hübsch. Sieht so richtig sommerlich aus. Dann gibt es hier wieder einen neuen Dekotisch. Der ist echt süß. Geht so ins Maritime. Richtig viel mit Blau und Weiß. Sehr, sehr hübsch gemacht. Gefällt mir sehr gut. Dann geht es hier noch weiter mit aktueller Deko. Die Farben sind cool. So das Grün, Gold mit dabei. Schwarz, Grau. Also von den Farben her muss ich sagen, finde ich die Deko immer richtig cool, wenn man so ja, das Gesamte sieht. Das wirkt immer richtig, richtig gut, finde ich. Also hier muss man immer durchstöbern und schauen. Oh, das ist ja süß. Voll das niedliche Willkommensschild. Gefällt mir gut. Dann habe ich hier noch was entdeckt. So ein riesen Schlüssel. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gesehen. Aber jetzt gibt es hier ganz viele. 3,99. Der ist süß als Deko. Gefällt mir richtig gut. Und hier ist dann quasi noch mehr Deko, also von der anderen Seite gesehen. Oh, die Pflanzen finde ich auch immer richtig schön hier. Die sehen so echt aus, oder? Also auch auf der Kamera wirkt das, glaube ich, richtig gut. So schön. Ich habe hier auch schon welche gekauft, weil die einfach super echt aussehen. Wirklich sehr, sehr schick. Ich habe hier gerade so, ich sage jetzt mal, Sweatshirt-Jacken gefunden, ab 12,99. Das ist jetzt hier die Herrenseite. Und ich dachte, wir gehen mal durch. Hier gibt es dann noch weitere kurze Hosen. Und die sehen richtig gemütlich aus. Aber wenn man dazu ein richtig schickeres Shirt trägt, glaube ich, kann man das auch so ja, in der Freizeit mal anziehen. Finde ich auch nicht schlimm. Dann habe ich hier noch diese Gürtel entdeckt. Da gibt es auch verschiedene Längen. Ab 3,99 circa. Gibt es wirklich viele verschiedene. Und auch hier gibt es Flipflops für die Herren. Aber auch ganz normale Badelatschen. Mal hier einen Preis.
da unten. Und hier geht es auch noch weiter. Was kosten die denn? Oh, die Preise sind so mini. Hier so haben wir 7,99. Große Auswahl. Hier habe ich einen Tisch voller Vasen gefunden. Das sieht ja auch hübsch aus. Vor allem, weil hier auch so viele verschiedene drin stehen. Verschiedene Farben, verschiedene Formen. Welche nehmen wir mal? Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Also Preise werden hier, denke ich, auch alle unterschiedlich sein, je nach Größe und so. Oh, hier habe ich noch tolle Deko entdeckt. So ein Bild. Das ist ja hübsch. 7,99, okay. Oh, das gefällt mir richtig gut. Und ich sehe gerade hier oben gibt es noch andere. Süß. Oh, hier gibt es auch noch Regale. Die kenne ich ja auch noch nicht. 9,99 kosten die. Dann habe ich hier noch solche Hocker gefunden. Die gefallen mir auch richtig gut, vor allem, dass die so eine runde Form haben. Und hier kostet einer 24,99. Guck mal, so sieht das aus mit den Beinen da unten dran. Süß. Und hier gibt es außerdem noch Beistelltische. Die sind ja auch hübsch. Schwarz und weiß, was kostest du? 17,99. Ui, hier sehe ich gerade, da gibt es auch so eine Tafel. Die habe ich doch, glaube ich, letztens im Action. Ich glaube, im Action war es gekauft. Die ist super praktisch, nutzen wir auch sehr viel, kann man immer wieder abwischen. Und das hier ist auch süß. Stifte auf Bewahrung, niedlich. Oh, so ein süßes Shirt mit Snoopy, ist das putzig. Oh, so süß. Und hier oben drüber gibt es außerdem noch ein Body, auch mit Snoopy, ist das putzig. Ich habe hier gerade für Mädchen ein Langarm-Shirt entdeckt, das ist so süß. Und das ist auch sogar schon, schau mal, runtergesetzt auf 3,99. Und die Kleider sind wieder so süß. Oh, so hübsch mit den Blümchen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier auch noch Kleider entdeckt. Guck mal, so eins hier zum Beispiel. Oh, ist das hübsch. Jetzt muss ich mal gucken. 3,99 kostet da eins. Und da gibt es verschiedene Farben. Also einmal das hier. Dann in diesem Grün, auch richtig sommerlich, tolle Farbe. Und dann gibt es das doch in Rosa. Auch super hübsch, kann man sich ja gar nicht entscheiden. Wir haben hier gerade noch so einen süßen Hut entdeckt, voll putzig für 4,99. Ich bin wieder zurück und zeige dir natürlich noch, was ich alles geshoppt habe. Das erste, was ich eingepackt habe, war dieses kleine süße Mini-Puzzle hier. Das ist mega niedlich. Meine Kleine puzzelt unheimlich gerne und ja, ein Puzzle finde ich auf alle Fälle sinnvoll als irgendwelches Spielzeug und da hat sie wirklich eine gute Beschäftigung. Dann habe ich noch ein super süßes Kleidchen entdeckt. Das ist richtig schön luftig und ich denke auch sehr, sehr angenehm zum Tragen. Außerdem ist es so ein bisschen, ja, so schräg gerafft. Das ist richtig cool, sieht super, super niedlich aus. Und außerdem habe ich gleich noch ein Geschenk entdeckt und zwar diese, ich sag jetzt mal Barbie-Puppe. Eine richtige Barbie-Puppe ist es ja nicht. Aber es ja, geht ja so in die Richtung Barbie. Das Niedliche ist, dass sie eigentlich ja noch so Flügelchen dran hat. Die sind aber leider einfach bloß auf der Verpackung quasi drauf. Also die macht man dann später ab und dann hat man quasi die Puppe so ohne Flügel. Aber mit Flügel, finde ich, sieht die eigentlich auch ganz niedlich aus. Und daran konnte ich auch nicht vorbeigehen. Ich habe noch Bonbons entdeckt. Die habe ich dann auf dem Rückweg gleich mal probiert. Und ich muss sagen, die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Die sind einfach auch nicht zu süß, sondern die sind auch so, ja, so richtig angenehm, fruchtig, nicht zu süß. So ein bisschen mehr ein erfrischendes Bonbon, gerade jetzt, wo es sehr, sehr warm ist. Und ja, ich trage immer noch lang, auch wenn es sehr warm ist. Ich finde einfach, dass es drinne, vor allem auch wenn man so überall Klimaanlagen hat, ist mir das einfach echt zu kühl. Also deswegen bitte nicht wundern, dass ich trotzdem noch meistens ja, relativ lang rumlaufe. Das ist zwar
ja, es ist zwar lang, aber es ist auch sehr, sehr dünnes Material. Ich hoffe natürlich, du hattest heute wieder Freude und Spaß, mit mir zu shoppen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, das würde mich riesig freuen. Und abonniere doch auch gerne kostenlos meinen Kanal, dann verpasst du keine Videos mehr von mir. Schau dich auch gerne mal auf meinem Kanal um. Es geht auch viel ums Thema Fingernägel, wenn dich das interessiert. Da kannst du dann ganz easy und einfach Tipps bekommen, wie du deine Nägel schön zu Hause gestalten kannst und vor allem auch, dass es lange schön aussieht. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen, angenehmen, sonnigen Tag und sage bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!